Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Game Among Us umsonst bekommen könnt, Leute. Wie ihr seht, auf meinem Steam-Account besitze ich das Spiel noch nicht. Ich kann es mir für 3,99 € kaufen und viele andere Skins noch dazu, das auch noch eine Menge Geld kostet. Aber ich zeige euch jetzt, wie ihr das Ganze umsonst bekommt, Leute. Und zwar müsst ihr dafür auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Falls ihr das da macht, dann öffnet sich diese Seite, Leute. Und dort solltet ihr dann 5 Sekunden warten, bis dann die Schrift Download Now erscheint in Blau. Wenn das da ist, Leute, klickt drauf, es öffnet sich eine Seite, schließt die Seite, klickt nochmal drauf, bis dann unten der Download startet. Falls das beim ersten, zweiten Mal nicht klappt, Leute, es kann auch 3, 4 Versuche dauern, bis der Download startet. Einfach immer wieder auf Download Now klicken und die anderen Seiten schließen. Falls der Download fertig ist, braucht ihr WinRAR. Ihr geht auf die Datei, rechtsklick, entpacken. Ich habe das Ganze schon, darum breche ich das jetzt ab. Dann erscheint dieser Ordner, Leute. Bei diesem Ordner klickt ihr auf Among Us, den Ordner. Macht Rechtsklick auf Among Us Exe, als Administrator ausführen. Wenn ihr das gemacht habt, startet sich das Spiel. So, Leute, ihr könnt mit dieser Version auch wirklich mit jedem mitspielen. Ihr müsst das nicht auf Steam haben, ihr könnt einfach mit all euren Freunden zusammenspielen. Ich zeige euch jetzt, dass ich all die Skins auch habe. Ich erstelle mal ein Game kurz und zeige euch dann am Laptop meine ganzen Heads und Skins. So, Leute, wie ihr seht, ich habe alles hier freigeschaltet bei den Heads, bei den Pets und bei den Skins habe ich auch alles. Ja, das war's auch schon mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle gerne ändern. Ja, ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.